Ja, hallihallo. Bevor die Katze alles runterwirft und wir noch mehr Teile wie den Hundekopf hier verlieren, und die Kinder alles durcheinander spielen und aufhören zu meckern, weil ich kein Video mache, ja, es gibt sowas wie Barbie, Klemmbausteine, Klammern, Lego. Ja, wir müssen das doch mal schaffen, dass Lego ein Gattungsbegriff wird, oder? Das, was ihr seht, dieses Set wird scheinbar ganz offiziell so von Mega hier verschifft. Mega, wenn ihr es nicht kennt, das war bis vor kurzem bekannt als Mega Constructs. Das ist die Klemmbausteinbranche, Abteilung von Mattel. Und ja, Mattel ist ja auch die geistige und finanzielle Heimat von Barbie. Daher gibt es auch Barbie Lego. Also diese Kollektion von eigentlich fünf kleinen Sets, was eine ganz interessante Sache ist. Läuft um die 50 Euro bei Amazon. Ich habe es irgendwie beim Black Friday oder Cyber irgendwas Day für 20 Euro bekommen. Und für 20 Euro ist es ein ziemliches Schnäppchen, würde ich sagen. Also es besteht aus diesem Set mit dem Auto hier. Drei solchen kleinen Sets. Und dem Malibu-Haus hier. Der Bauwau, der jetzt bei uns ohne Kopf rumläuft, warum auch immer. Ja, also wenn man es für 20 Euro bekommt, ist das natürlich ein super Schnäppchen. Für 50 Euro, wenn man es dann mit Friends vergleicht, ich meine, das wäre vielleicht so ein 30-Euro-Set, glaube ich, was ich hier rumliegen habe, ist es immer noch nicht schlecht, ne? Und sieben Figuren insgesamt. Ja, noch, ja, das eine, die Musikerin hier, hat meine Tochter schon ausgepackt. Hier haben wir dann noch eine Astronomin und eine Skateboarderin, inklusive Helm. Die haben teilweise mit so einem etwas weicheren Plastik, was natürlich immer so ein bisschen, ja, nicht, wahrscheinlich nicht so langlebig ist. Ich denke, die Altersklassenzielgruppe hier ist wahrscheinlich alt genug, dass die nicht mehr daran rumnuckeln. Alles, was bei Lego via Aufkleber gelöst wird, sind hier Prints. Warum das Essen alles Gesichter hat und warum der Toaster so deprimiert und der Toast so happy ist, wir sehen, kann ich nicht ganz sagen, aber es ist doch ganz niedlich irgendwie, ne? Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt meine Tochter mehr zum Lego-Spielen kriegt damit oder meinen Sohn mehr zum Barbie-Spielen. Also, ich muss jetzt sagen, ich bin wirklich kein Barbie-Fan. Also ich finde, wenn man Lego überteuert findet, also im Vergleich zu Barbie bekommt man ja noch was für sein Geld. Oh, die Anleitungen sind sehr, sehr farbig, was ich gut finde. Ich finde das auch bei Lego manchmal schwierig, wobei die Teile selber sind ja auch von den Farben ja relativ gut auseinanderzuhalten. Das ist meine Kinder aufgebaut, ohne große Hilfe. Zusammenlegen. Ja, schauen wir die Figuren selber an. Ja, die können sich nicht hinsetzen, haben aber dafür so kurze, stubbelige Beine, dass es auch nichts macht. Man hat auf jeden Fall nicht dieses Body-Image-Problem, was Barbie teilweise mit sich bringt. Die sind ja relativ normal, vielleicht sogar ein bisschen pummelig. Und die haben halt als Kleider dann einen Rock, den sie variabel einsetzen können. Das war meiner Tochter immer sehr bedenklich. Da lagen dann immer einzelne Lego-Arme und Figuren ohne Köpfe rum, bis dann irgendwann mal rauskam, dass das ja hier Kleiderschrank und Kostümierung ist, ne? Da waren dann doch ein paar Sorgen weg. Ich glaube, das ist die Person des Grauens selber. Ja, also ich sag mal, für Barbie und auch Klemmbausteintechnik ist das ein ganz gutes Set. Oh, hier, schaut mal, der Teiletrenner. Ich glaube, das ist das Komischste, was ich je gesehen habe. Mega. Der macht die Chinesischen fast. Ja. Also, wenn ihr es mal für die 20 Euro, für die ich es bekommen habe, seht, definitiv natürlich ein kleines Mädchen in dem ich passenden Alter habt. Letztendlich hat man natürlich dieselben Themen wie bei den Friends-Figuren. Ne? Man hat tausende von Accessoires, was vielleicht die Mädels auch wirklich brauchen, wer weiß. Verschiedene Haarteile, also das ist genau das gleiche. Übermäßigen Anteil an kleinen süßen Tieren, wo ich jetzt eigentlich nichts falsch finden kann. Hier haben wir dann noch einen Föhn, Haarbürsten, die Gitarre kam, glaube ich, hier mit dem Musikset hier. Das ist die Musikerin, die Packung ist schon irgendwo
abgegangen. Ich finde das auch ganz gut hier, diese Aufteilung, weil das ist natürlich zusätzlicher Verpackungsmüll. Aber das ist so ein Ding, wo man dann natürlich vielleicht auch mal portionieren kann, ne? Wo man sagen kann, naja, heute kriegst du ein Auto. Ja. Weiß man nicht, wenn man da verschiedene Events hat, ne? Was weiß ich, gutes Zeugnis. Ja, für die eins gibt es das Haus, für die zwei das Auto und für jede drei eine Figur, wie auch immer man das jetzt verteilen will. Oder ja, wenn man mehrere Kinder hat, kann man jedem was geben. Ne? Das ist eigentlich, also ist nicht unbedingt verkehrt, auch wenn man natürlich mehr Verpackungsmüll hat als notwendig. Das sieht eigentlich so aus, als würde, wenn sie das so verpacken hier in der Schachtel, sieht eigentlich aus, als wäre das ein relativ normales, wird das One Piece verkauft. Ich hatte es beim Bestellen gar nicht so auf dem Schirm, dass da fünf Sachen drin sind. Hat er gedacht, oh ja, Irrtum zu unseren Gunsten, aber nein, das ist bei Amazon genauso verkauft und angepriesen. Fünf Sets in einem, jo. Okay, viele, viele herzförmige Baseplates. Das ist natürlich die Frage, wie nützlich oder hilfreich die sind, aber naja. Gibt Schlimmeres, Kinder mögen's. Ja, preislich nicht ganz verkehrt, mein Originalpreis 50 Euro. Im Vergleich zu Lego ist nicht so viel billiger, sagen wir so, eine ähnliche Preislage. Ein Tick billiger, so ein Angebot, ein gutes Schnäppchen, ja. Und ja, wie gesagt, vor allen Dingen hat man sieben Figuren, ne? Im Ganzen, sieben Figuren, einen Haufen Accessoires, ein Auto, ein Haus. Also, ja, mit 50 Euro bei Friends kriegt man üblicherweise nicht ganz so viel, ne? Hat man dann vielleicht drei Figuren, vielleicht vier, wenn man ganz viel Glück hat. Oder halt gleich dann 100 ausgegeben. Ja. Also vielleicht eine freundliche Variante von Barbie. Wenn das Kind schon Barbie-Puppen hat, wenn es noch gar keiner hat, vielleicht lieber die Finger weglassen, weil dann muss man vielleicht die großen auch kaufen. Und da finde ich die Preislage noch ein bisschen katastrophaler. Ich packe wie immer einen Affiliation-Link darunter zu Amazon. Da könnt ihr den Preis überprüfen. Und wenn ihr da irgendwas bestellt, dieses Set oder irgendwas anderes, bekomme ich einen kleinen Kickback. Also, ohne dass das euch was extra kostet. Da könnt ihr euch für das Video bedanken. Oder auch nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war es nicht, die falsche Information zu bekommen, dass so etwas existiert. Ja, könnte auch in die falsche Richtung gehen. Aber ja, also es gibt Barbie Lego, auch wenn es nicht von Lego kommt, sondern von Mega. Play as you build. Ja. Echt neckisch süße Figuren. Viel Spielspaß. Ah, hier gehört eigentlich ein Spiegel rein. Der ist gleich beim Aufbau schon verloren gegangen. Wie es so ist, ne? Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch bald mal wieder. Ciao, ciao.